40 für 10. Der Kurs für Trojander am Wettmarkt am Elektronen. Toto Tasmim ist der letzte Teilnehmer. Alle Startler an der 1850 Meter Marke und boxen auf zum Vero-Preis, dem zweiten Lauf zum Vero Amateurpokal 2015. Parallel zur Scheibenstraße ist das Feld abgesprungen. Lady Lovelace übernimmt die Initiative, übernimmt das Kommando. Es geht gleich in die Gegenseite hinein. Vor Altamonte in zweiter Position. Trojander ist dritte, dann Rising Rock weiter in den Earl of Heaven. Außen kann dann auch Handsome aufrücken, dann sieht man Anna Sophie vor Golden Horse, dahinter dann Tashirina außen vor Crespo, am Ende des Feldes galoppiert der Schimmel Tasmim. Die Pferde sind in der Gegenseite und Altamonte mit etwa 2, 2,5 Längen an der Spitze vor Trojander. Altamonte an der Spitze vor Trojander, dahinter sieht man dann innen Lady Lovelace, an der Außenseite ist Handsome mit in vorderer Linie, das sind die ersten vier Kandidaten vor Rising Rock mit Earl of Heaven, dahinter dann Red Dynamite mit Crespo vor Tashirina und Tasmim weiterhin am Ende des Feldes. Ausgangs zur Gegenseite sind jetzt die Kandidaten unter der unveränderten Führung von Altamonte. Altamonte mit 2 Längen an der Spitze. Altamonte führt weiter, dahinter in der zweiten Position. Dann außen jetzt Handsome, dahinter sieht man an der Innenseite Lady Lovelace vor Red Dynamite. Dann sieht man ganz an der Außenseite auch Rising Rock. Das Feld kommt jetzt gleich in den Lauf hinein und an der Spitze Altamonte. Altamonte weiter vorne. Innen marschiert Lady Lovelace. An der Außenseite kommt der Vorschuss von Handsome. Altamonte weiter an die Spitze. Altamonte weiter an der Spitze. Dahinter dann Handsome. Jetzt kommt der Vorstoß auch eins an der Außenseite von Rising Rock. Wird stärker, aber an der Spitze ist unverändert Altamonte mit Lady Lovelace weiter innen und jetzt kommt außen Rising Rock. Altamonte, Rising Rock an der Außenseite. Rising Rock innen kommt Trojander immer besser in die Spur. Trojander an der Innenseite mit Rising Rock. Rising Rock und Trojander, Trojander, Trojander mit Rising Rock, Trojander mit Rising Rock, Rising Rock an der Außenseite streckt sich aber, Trojander kommt zu ihrem ersten Erfolg vor Rising Rock und auf dem dritten Platz vielleicht noch Crespo vor Earl of Heaven oder Lady Lovelace, die waren alle in einer Linie, dahinter dann Tasmim und dann sah man Handsome mit Altamonte und dann Tashirina mit Anna Sophie, Red Dynamite und Lady Lovelace.